schnell, like dieses Video in den nächsten 5 Sekunden, wenn du dir jetzt kostenlose Juwelen und Stumble Tokens freischalten willst. Also riskiere nichts und like jetzt sofort dieses Video. Yo Leute, was geht? Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen Trick, wie ihr euch kostenlose Juwelen, also kostenlose Gems in Stumble Guys freischalten könnt. Noch dazu zeige ich euch neue Tipps und Tricks, wie ihr euch richtig viele Stumble Tokens freischalten könnt und das wirklich ohne Geld dafür ausgeben zu müssen. Das bedeutet, Freunde, diese Tricks sind wirklich ohne, dass ihr Geld ausgeben müsst. Und was das Allercoolste ist, am Ende sprechen wir sogar noch über einen Stumble Guys Hack, mit dem man unendlich Juwelen bzw. auch unendlich Stumble Tokens freischalten kann. Und ihr könnt euch damit dann theoretisch alle Skins in Stumble Guys freischalten. Das ist egal, ob ihr seltene Skins freischalten wollt, ob ihr epische Skins freischalten wollt oder ob ihr sogar legendäre Skins freischalten wollt. Das funktioniert alles mit diesem Hack, deswegen gucke ich das Video unbedingt bis zu Ende. Dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da und teilt das Video an alle Freunde, die Stumble Guys spielen. Jetzt ganz viel Spaß beim Video und let's go. Und Freunde, bevor ich es noch vergesse, habt ihr aktuell sogar noch die Chance, 1600 Gems, also 1600 Juwelen von mir geschenkt zu bekommen. Und wenn ihr Bock habt, 1600 Juwelen zu bekommen, dann bitte ich euch, abonniert jetzt sofort diesen YouTube-Kanal Official Junior, das Ganze ist kostenlos. Aktiviert unbedingt die Glocke und stellt die Glocke auf alle, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Lasst sehr, sehr gerne ein Like auf das Video da, wenn euch diese ganze Aktion gefällt. Und das Allerwichtigste, Freunde, schreibt Hashtag StumbleGuys in die Kommentare und kommt unbedingt in meinen Discord-Server rein. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung plus in den Kommentaren angepinnt. Und dort werden wir dann ein Giveaway mit den Gems machen, deswegen kommt sehr, sehr gerne rein und jetzt viel Spaß beim Video. So, Freunde, wir beginnen jetzt direkt mit Trick Nummer 1 für kostenlose Juwelen und gratis Stumble Tokens in Stumble Guys. Und zwar wäre dieser Trick mit dem Stumble Pass. Ich denke mal, ihr habt es alle mitbekommen. Wir haben einen neuen Stumble Pass bekommen und oben hier bzw. dieser Premium Stumble Pass ist zu bezahlen. Das bedeutet, dafür muss man Geld ausgeben und unten gibt es aber auch einen kostenlosen Stumble Pass und ich würde euch unbedingt empfehlen, diesen Stumble Pass bis zu Ende zu spielen, denn wenn wir uns das Ganze angucken, natürlich oben bekommt man sehr, sehr krasse Skins und wenn ihr das Geld habt und wenn ihr sagt, yo, ich habe Bock drauf, dann holt euch das Ganze, aber zockt unbedingt den gratis Stumble Pass auch durch, denn hier bekommt ihr einmal 50 Juwelen, ihr bekommt hier ein paar Skins, ihr bekommt hier 10 Stumble Tokens, ihr bekommt hier dann vorne nochmal Juwelen, nochmal Stumble Tokens und nochmal Juwelen und nochmal Stumble Tokens und am Ende bekommt ihr sogar noch coole Animationen, das bedeutet, es würde sich auf jeden Fall lohnen, den Pass zu Ende zu spielen. Dafür habt ihr 26 Tage Zeit und wenn ihr sagt, yo, ich will noch mehr Profit machen, dann gönnt euch den Pass und holt euch hier die ganzen extra Belohnungen. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Trick Nummer 2 für kostenlose Juwelen und Stumble Tokens in Stumble Guys. Hierbei geht es um euren gratis Daily Spin bzw. um euer tägliches Freispiel, was ich euch wirklich jeden Tag empfehlen würde zu machen. Ich weiß, viele vergessen das von euch vielleicht und wenn wir hier einmal auf das kostenlose Preis raufgehen, dann seht ihr hier, hier habt ihr eine 45%ige Chance auf Juwelen, eine 31%ige Chance auf Stumble Tokens und eine 24%ige Chance auf Skin sogar. Das bedeutet, ich würde euch unbedingt empfehlen, das Ganze zu machen. Ihr könnt jeden Tag einmal gratis drehen und ich würde euch auch wirklich empfehlen, nur den gratis Spin zu nehmen und nicht Geld auszugeben für die Spins. Das Ganze lohnt sich nicht, Freunde. Wir machen jetzt zusammen meinen täglichen Spin. Freunde, ich bin sehr, sehr gespannt, was ich bekomme. Beim ersten Mal habe ich Juwelen bekommen. Come on, Stumble Guys, gönn mal vielleicht einen Skin, vielleicht Stumble Token. Ich bin gespannt. Oh, nein! Okay, wir haben den Skin, aber nein, da war ein episches Skin. Chat, nein, ich wurde hops genommen, oder? Schreibt mal rein. Wir haben den Golddigger bekommen. Nein, das ist mein erster Skin in Stumble Guys. Aber ihr habt es gesehen, ich hätte fast einen legendären Skin sogar bekommen, oder? War das gut, Chat? Schreibt mal rein, was habt ihr heute bekommen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir kommen jetzt direkt noch zum nächsten Trick. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, yo Junior, gibt es auch einen Trick, wie man unendlich Juwelen und unendlich Stumble Tokens bekommen kann? Und ja, Freunde, den gibt es. Und mit diesem Trick, bzw. mit diesem Hack, bekommt ihr sogar alle Skins in Stumble Guys kostenlos, bzw. habt
direkt alle Skins freigeschaltet und das Ganze ist wie gesagt ein Hack. Aber Freunde, jetzt kommt die wichtige Information. Ich würde euch empfehlen, solche Hacks nicht zu benutzen, denn dafür wird euer StumbleGuys Account bzw. euer Konto gelöscht und ihr könnt danach nicht mehr spielen. Ihr habt alle eure Skins, die ihr euch erarbeitet habt, verloren. Das bedeutet, falls ihr irgendwann mal einen StumbleGuys Hack machen wollt oder was auch immer, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das wirklich auf irgendeinem No-Skin-Account zu machen, beziehungsweise irgendein Account, wo ihr keine Skins drauf habt, denn ich will auf jeden Fall nicht riskieren, dass euer Konto gebannt wird. Und wenn ihr Bock habt, mal irgendeinen Glitch etc. zu sehen, dann schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Ich habe nämlich selber sehr, sehr Angst. Ich hätte auch gar keinen Bock, dass mein Account gebannt wird. Ich habe jetzt auch einen Skin. Und schreibt mir jetzt unbedingt mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsskin in StumbleGuys? Würde mich mal interessieren. Also mein Lieblingsskin bis jetzt wäre eigentlich dieser hier. Den finde ich sehr, sehr cool. Den bekommt man aber nur im Pass, soweit ich gesehen habe. Aber der sieht so sehr, sehr cool aus. Ich mag Halloween sehr, sehr gerne. Und jo, wenn ihr Bock auf weitere StumbleGuys Videos habt, abonniert den YouTube-Kanal. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Dankeschön für den Support. Haut rein, meine lieben Freunde. Und ciao.